Freunde im Internet genießen den Vorzug, dass sie jetzt dank unserer Kamerasteuerfrau schon dieses kleine Kreuzfahrtschiff, die World Voyager, sehen können. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf der Webcam des Hotel Beckröge in Cuxhaven. Ja, euer Team Cuxhaven Livecams ist wieder da. Ich hoffe, ihr habt den Ton überhaupt noch an nach den gefühlten 2, 3, 5 Jahren, die wir uns nicht gemeldet haben. Und ja, was haben wir? Wir haben einen Kreuzfahrer. Deswegen melden wir uns ja auch. Ansonsten gibt es ja nicht viel anzusagen oder ansonsten sagen das ja auch unsere Kollegen vom Schiffsansagedienst Cuxhaven an. Was haben wir denn hier? Wir haben die World Voyager. Die World Voyager, gerade aus Bremen mit einer kleinen Schleife um Helgoland rumkommend kommend auf dem Weg nach Kiel, fährt unter der Flagge von Portugal, konkreterweise ist es Madeira. Genauso begrüßen wir Sie hier und im Anschluss werde ich dann noch 1, 2, 3 Takte zu diesem Schiffchen sagen. Ihr seht schon, es fährt für die Nico Cruises, das steht dran, World Voyager auf dem Weg über den Nock nach Kiel.
Die World Voyager auf dem Weg nach Kiel. Ja, hab gerade auch gesehen, der Lotse geht dran. Natürlich braucht dieses Schiff noch einen Lotsen. Es ist nämlich flatschneu gebaut worden im Jahre 2021. Und zwar in Portugal auf der West Sea Shipyard in Viana do Castelo. Dieses Schiffchen ist Schiffchen, ja, 126 Meter lang, 19 Meter breit. Es kann mitnehmen bis zu 200 Passagiere in 86 Kabinen, die sie auf 8 Decks, nein, konkret nur auf 3 Decks, weil nur 3 Decks haben Kabinen. Eine Crew von 125 Personen kümmert sich um diese Passagiere und sie hat auch noch Schwesterschiffe, von denen aber einige noch in Bau sind. Das wäre die World Adventure, die Explorer, Discoverer, Navigator, Seeker und Traveler. Schauen wir mal, welche davon noch realisiert werden. Wie gesagt, gebaut worden im Jahre 2021. Die World Voyager ist ein Expeditionskreuzfahrtschiff. Das sieht man an der Passagierzahl von maximal 200. Wem hier Ähnlichkeiten mit den Hanseatic Nature sonst wie Expeditionskreuzfahrern auffallen, jo. Durchaus, das scheint momentan dann durchaus noch ein Markt zu sein, im Gegensatz zu den ganz großen Kreuzfahrt, mal gehört hat. Ja, die machen Flusskreuzfahrten, ist auch nichts rauszukriegen, wo die Voyager jetzt aktuell irgendwie ihre Turns fährt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Genau, Nico Cruises ist halt das Stichwort. Die kennt man normalerweise als Flusskreuzfahrer. Sie haben aber eigentlich auch zwei Kreuzfahrtschiffe für halt eben den Seeverkehr. Das ist hier jetzt die neue World Voyager. Das ist aber auch die altbekannte Vasco da Gama, die mal als MS Staatendam gelaufen ist. Die Nico Cruises sind eine Tochter der portugiesischen Reederei, die ich gleich auch wiederfinde. Da ist sie nämlich, das ist Mystic Invest, also es ist der Eigentümer im Grunde, die mit der deutschen Marke Nico Cruises hier halt den Markt bedienen. Unter anderem halt für diese Seeschifffahrt. Mal schauen, es ist mit Sicherheit ein sehr interessantes Gebiet, mit kleinen Schiffen unterwegs zu sein. Eigentlich sollte sie rings um Norwegen rumlaufen, sich die Lofoten und sonst was angucken, runterversetzen nach Fukral. Aber das ist ja bekanntermaßen wegen Corona alles ein wenig durcheinander. Ja, die World Voyager hier auf dem Weg nach Kiel. Durch den Nordostseekanal. Mal schauen, was sie als nächstes vorhat. Wir halten es im Auge. Und wir halten auch die restlichen Kreuzfahrer, die hier vorbeikommen, im Auge. Mal schauen, wann es den nächsten hier vorbeitreibt. Damit danke ich euch für das Zuhören, falls ihr überhaupt zugehört habt. Wie gesagt, es ist lange her, dass hier irgendwas passiert ist in Sachen Ansagen. Mal schauen, es gibt es ja zur Not in der Aufzeichnung. Es gibt es auch in unserer Facebook-Gruppe Team Cuxhaven Live Games zum Nachlesen und dann noch recherchieren. Euch einen schönen Abend und bis dann, euer Team Cuxhaven Live Camps. Ciao und bis dann.